Hallöchen zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, heute geht's wieder weiter mit Eldrador Creatures, der niegelnagelneuen Serie von Schleich. Was sag ich? Serie, Fantasy-Serie. Yes, endlich mal was, wo auch ich mal wieder ausflippen kann. So, und heute hier dieses Steinmonster. Dieses Steinmonster hat die Nummer 70141. Und es gibt auch dazu so einen begleitenden Text, den ich hier mal zitieren möchte. Das Steinmonster ist der beste Freund vom Steinskelett. Zusammen machen beide ganz Eldrador unsicher. Das Schleichmonster trägt grüne Kristalle, die es stark und unverwundbar machen. Steinmonster sind besonders für Wanderer und Jäger eine Bedrohung. Gerne lassen sie sich von Klippen und Felsvorsprüngen fallen, um tiefe Krater in die Erde zu schlagen. Und da sich dieses Monster ganz um die eigene Achse drehen kann, schlägt es jeden Angreifer, ob von vorne, von der Seite oder von hinten, mit seinen kräftigen Armen in die Flucht. Übrigens scheinen diese Steinmonster kleine Wettkämpfe aufzutragen, denn indem sie sich von Klippen stürzen und tiefe Krater schlagen, vermutet man, dass sie damit voreinander angeben wollen. Je tiefer der Krater, umso mächtiger das Steinmonster. Tja, Leute, ne? Wisst ihr Bescheid? So Sachen machen diese Steinmonster hier oder Steinbeißer oder wie auch immer. Natürlich auch das hier wieder eine Skulptur, die ihr hier und da schon mal gesehen habt. Kommt einem auf jeden Fall bekannt vor. Alleine schon aus der unendlichen Geschichte von den Skylanders oder auch von verschiedenen Videospielen. Aber ich möchte jetzt hier heute eigentlich überhaupt gar keine Vergleiche ziehen, denn ich freue mich ganz einfach, der Schleich, das Ding hier, oder was heißt der Schleich, der Skulpteur, die Modelleurin, wer auch immer daran gearbeitet hat, dieses Ding so hammermäßig geil umgesetzt hat. Leute, was eine Hammer Fantasy-Figur, der absolute Oberburner. Und ich kann es immer wieder sagen, wir haben es hier mit Kinderspielzeug zu tun, aber die Dinger sind so hammermäßig geil gemacht, dass es auch mit Leichtigkeit jeden anderen Sammler von Actionfiguren erreichen kann. Ja, ich würde hier auch schon den Begriff Actionfigur in den Mund nehmen, denn die Arme sind beweglich, die Taille ist beweglich, das Maul ist beweglich. Und ich werde jetzt hier auch mal kurz die Kamera bewegen. Yay! Zack, und schon sind wir näher drauf. Hier hat er noch seine ganzen Etiketten dran. Hier das Eldrador Creatures Logo. Dann hier noch Sicherheitshinweise und natürlich auch das Schleichfähnchen. Das mache ich kurz weg. Und im Gegensatz zu vielen anderen der Eldrador Serie wird diese Figur hier nicht im Karton ausgeliefert, sondern einfach nur so um die Arme. Hatte er noch so einen Schutzkarton drumherum, habe ich jetzt schon weggemacht, damit man überhaupt was sieht. So, und hier sein bester Kumpel. Ja, Steinskelett, Leute, Steinskelett, wie kommt man auf so eine Idee, ne? Aber Hammer, die beiden hier machen gerne mal die Gegend unsicher und sie passen wirklich super gut zusammen. Aber den hier schauen wir uns in einem Extra-Video an. Heute geht es hier um dieses hammermäßige Steinmonster. Wenn es interessiert, im Vergleich mal den Schneewolf daneben gestellt, dann habt ihr einen schönen Größenvergleich. Also Steinmonster ist noch ein bisschen größer. Und natürlich gibt es auch noch zu diesem Schneewolf eine Story, aber die erzähle ich euch das nächste Mal, wenn wir noch ein weiteres Eiswesen behandeln. Das habe ich im gestrigen Video vergessen, euch vorzulesen. Aber egal. Oh, Leute, was für ein Hammerteil. Gut. Das nächste Hammerteil, dieses Monster. Also ihr werdet mir recht geben, das Ding ist sensationell, oder? Und es wird gleich noch sensationeller, wenn ich die ganzen Schildchen hier weggemacht habe. Augenblick. So, und jetzt sehe ich gerade, dieser grüne Kristall, den haben sie hier noch mit einem Gummi befestigt. Das heißt, kann man den womöglich von der Hand hier wegmachen? Wartet mal, seht ihr das? Hier haben sie dieses transparente Gummi dran gemacht. Wubbel, wubbel, wubbel. Und jetzt muss ich doch mal gucken, geht der tatsächlich weg oder haben sie den? Ja, der geht tatsächlich weg. Könnt ihr aus der Hand rausnehmen, das heißt, ihr habt die Hand dann pur und könnt den grünen Kristall irgendwo hinlegen. Ne? Auch cool irgendwo. Zum Beispiel, Schneewolf sucht grünen Kristall, hat ihn gefunden. Yay, super, Review beendet. Nee, aber ich finde das echt eine klasse Idee. Jetzt muss ich doch mal gucken, ob er ihn wieder genauso gut in die Hände nimmt, ob ich ihn eigentlich genau wieder so hinkriege, wie er auch drin war. Oh, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. So rum, Lirum, Larum, so rum.
Ja, so rum. Und er hält ihn auch gut. Klasse, super. Also ihr könnt ihn ganz leicht rausmachen und auch wieder reinstecken. Ja, ganz leicht, ne? Nee, aber ihr seht schon, die Finger haben genau die Form, dass diese Kristallsplitter durchpassen. Und so haben die auch einen richtig, richtig festen Halt. Also super coole Idee. Mir gefällt es auch sehr gut, dass das in einem Transparent gegossen wurde. Umso kristallerner wirkt das Ganze auch, ne? Ist kein Gummi, ist schon Plastik, aber nicht ganz so hart, ne? Aber schon echt eine klasse Idee. Ich steck's ihm hier gleich wieder rein, weil das sieht wirklich super aus, wenn er diesen Kristall hier in den Händen hält. Das ist echt eine coole Idee. Überhaupt, der sieht so hammermäßig aus, Leute. Guckt euch den an. Der Burner, ich mache mal die Klappe zu. Sieht natürlich aus wie ein Schädel, ganz klar. Umso bizarrer wirkt das Ganze. Steini hat bezaubernd grüne Augen mit gelben Pupillen. Und ja, das sieht hier sogar richtig ganz entspannt aus, wenn er so seinen Mund geschlossen hält. Ne? Und sobald ihr das öffnet, boah. Klasse, oder? Wow, was für ein krasses Teil. Ach Mensch, ich freue mich so jedes Mal, wenn ich die Viecher hier von Eldrador Creatures angucke. Die sind einfach nur toll und das sieht, also das haben sie klasse gemacht hier mit dem Teil. Seht ihr das, wie weit es hier ausfährt, ne? Hier, ihr seht richtig, wie dieses Gelenk nach oben fährt, wenn ihr das Maul hier schließt oder öffnet, je nachdem. Ganz, ganz toll gemacht. Wow. Auch die ganze Steinstruktur gefällt mir unheimlich gut. Das Moos dazwischen. Ja, auch das haben sie echt schön gemacht. Vor allem halt auch in Moosfarben. Ja, ein bemooster Stein. Ganz unregelmäßig, ungleichmäßig verteilt. Auch die Steinbrocken hier. Super cool. Ihr denkt wirklich, ihr habt es hier mit einem Zwischengegner von Zelda zu tun. Ne? Oder, keine Ahnung, Castlevania oder Last Guardian oder irgendwelche anderen Fantasy-Geschichten. Unfassbar gut. Auch der Arm. Ach Gott, ja, nee, hier, komm, wo soll ich denn anfangen? Am Kopf habe ich begonnen, hier mache ich auch weiter. Also, der Kopf natürlich sehr schädelmäßig modelliert. Ihr seht schon, sieht aus wie bei einem Skelett. Man kann hier unten reingucken. Auch die Zähnchen haben sie hier noch als einzelne Steine angedeutet. Hier oben sogar ganz wild reingesetzt. Das gefällt mir total gut, Leute. Klasse. Dann hier unten wird es ein bisschen gleichmäßiger, aber es sieht halt aus wie Stein und das ist toll. Auch die Farbe, die sie hier genommen haben. Super klasse. Nicht nur einfach ein einfarbiges Grau, sondern es ist durchzogen mit dunkleren Grauflecken, helleren Flecken und so weiter. Vielleicht haben sie es auch einfarbig grau bemalt oder gegossen und dann betupft, keine Ahnung. Aber es sieht unheimlich gut aus. Klasse, ne? Hier zum Beispiel eine ganz dunkle Stelle von dem Stein hier. Auch die Steinstruktur ist komplett unterschiedlich, ne? Dieses Schroffe von den Felsen kommt hier total gut raus. Das ist Hammer. Hier überall noch ein bisschen so Moos. Hier sieht sogar aus wie eine Halsader. Ein kleines bisschen, weiß gar nicht, ob das überhaupt rüberkommt. Dann auch hier schön die Brustmuskulatur in Form von zwei riesengroßen Felsblöcken, muss man schon sagen, dargestellt. Ne, dann hier trotzdem eine schöne, schlanke Taille. Ich meine, was will man mehr als strammer Steinmann? Das kommt doch richtig gut. Ich muss das Maul hier öffnen. Das kommt so dermaßen. Und dann hier die Arme nach hinten. Ja, das wäre auch ein klasse Gegner vom unglaublichen Hulk oder von das Ding oder sowas. Ne? Also die stehen irgendwelchen Marvel- oder DC-Skulpturen in überhaupt gar nichts nach. Ja, also das sind so richtige Superhelden-Gegner und passen natürlich auch in diese Fantasy-Welt wunderbar mit rein. Und hier ragen halt aus dem Rücken diese wunderbar hellgrün gegossenen Kristalle raus, die ihm ja anscheinend noch mehr Kraft geben. Ne? Je mehr Kristalle, umso mehr Kraft hat er. Und auf dem Rücken haben sie extra hier andere Steine modelliert, die noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen weiter rausragen, noch mehr Struktur vorweisen als ohnehin. Und das ist einfach klasse gemacht. Super. Wirklich super. Auch das Hinterteil sehr elegant angedeutet. Ja, muss man schon sagen. Klasse. Super. Dann auch der Oberschenkel. Klasse hier, wie dieser Fels so raussteht. Und hat auch eine wirklich klasse Struktur. Super. Super, super, super. Ich komme von super, toll, Hammer, Burner, Wahnsinn sagen gar nicht mehr raus, weil es einfach passt. Es ist,
Ja, genial umgesetzt, wunderschön. Auch hier, das ist Gefühl, das ist Feeling, das ist Lust an tollen Modellen. Das kommt hier total rüber. Der Wahnsinn, guckt's euch an. Hier von unten sieht es sogar aus wie eine Fußspur von einem Sasquatch, von einem Yeti, vom Schneemenschen oder was weiß ich. Natürlich schon komisch, wenn man dann den Schleichstempel sieht in der Wildnis, in der Fußspur, wo wir da. Aber klasse. 2017 haben sie das Ding hier schon modelliert. Klar, Vorproduktion entsprechend. Aber klasse gemacht. Also die Beine könnt ihr hier nicht bewegen, wenn wir es hier jetzt schon von den Artikulationen haben, aber ihr könnt die Taille bewegen und natürlich ringsherum einmal Rundumschlag, bitteschön. So sieht's aus. Ihr könnt es natürlich in beide Richtungen drehen, ganz klar. Die Arme könnt ihr bewegen. Hier sieht man halt dieses Kugelgelenk, ja. Ich meine, wie willst du es auch anders machen? Oder warte mal, Ballpoints, wie manche sagen, ne? Die Ballpoints. Also für mich sind es Kugelgelenke, ich bin deutscher YouTuber, also sage ich Kugelgelenke, Ballpoints, großer Gott. Und auch der Arm hat eine wirklich super Anordnung, guckt's euch an. So richtig, es wirkt auch muskulös durch diese dicken Steine hier, ne? Oberarm, zwei richtig dicke Steine oben und unten und dann hier der Unterarm, so comic-mäßig, noch ein bisschen dicker als der Oberarm angeordnet. Ihr seht hier auch die unterschiedlichen Steinstrukturen. Auch klasse, wie die Finger hier zusammenlaufen. Jetzt nehme ich dieses grüne Kristallteil tatsächlich mal raus. Ihr seht hier auch die Struktur der Hand. Ja, auch wenn ihr eure Hand mal anguckt mit diesen Falten drin. Ja, das sind extrem viele Rupi-Falten, aber ich meine halt diese Aufteilung der Hand. Auch das findet ihr hier in dieser Steinhand. Das finde ich halt klasse. Das meine ich. Das ist Liebe zum Detail. Mein Gott, ich finde es so toll. Und es ist nicht selbstverständlich. Ich finde es so, so klasse, dass man das so schön umgesetzt hat hier. Viele Grüße gehen raus an den Modelleur, Skulpteur, Grafiker, Designer, wer auch immer an dieser Figur hier gearbeitet hat, dass sie letztendlich so aussieht, wie wir es hier vor uns haben. Es ist ganz, ganz toll gelungen. Mein Kompliment, ich ziehe meinen Hut. Tiefste Verbeugung. Weltklasse. Klasse. Wir haben hier das Thema Stein und das wurde zu 100% getroffen. Guckt euch das an, ja. Und die Arme wurden auch nicht gekontert, gespiegelt, ja. Wir haben hier eine ganz andere Struktur, als wir es hier haben. Nicht, Leute, nicht. Ihr glaubt auch alles, was ich sage. Nein, das wurde in gewisser Art und Weise schon ein bisschen gespiegelt, denn es ist schon sehr, sehr ähnlich. Ne? Man achtet hier auf diesen länglichen Stein, dann diese beiden Steine und das hier unten. Jetzt vergleicht es einfach mal mit hier drüben. Das ist sehr, sehr ähnlich gemacht. Ja, auch wie das hier unten weitergeht. Und wenn ihr es hier seht, also für mich sieht es aus, als ob man zwei Arme genommen hätte und hier halt noch ein bisschen reingeschnitzt hätte, damit es einfach anders wirkt. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von der Rückseite an. Auch hier haben wir im Großen und Ganzen eine sehr, sehr ähnliche Struktur, aber es wurde tatsächlich nochmal neu modelliert. Man sieht es hier an so kleinen Steinunterschiede, ne? Also ich denke schon, dass man die Arme hier gespiegelt hat, aber hier und da einfach noch ein paar Schnitzer mehr reingemacht hat, damit man hier zwei unterschiedliche Arme hat, ne? Also das sieht man gerade hier zum Beispiel in diesem Bereich. Jetzt kontert es einfach mal, wutsch, dann haben wir dieses Ergebnis hier. Und hier sieht man einfach halt ein paar Schnitzer mehr, ne? Gerade so in diesem Bereich hier. Achtung, könnt ihr euch das merken? Zack. Also so gesehen kann man sagen, die beiden Arme wurden tatsächlich extra voneinander modelliert. Aber ganz ehrlich, das fällt doch keinem Menschen auf, wenn er es nicht ganz genau anguckt, oder? Also es sind auf jeden Fall super coole Arme, super Skulptur. Ihr könnt die Arme, wie schon gesagt, bewegen, so wie es euch gefällt. Ich stelle mal hin, ihr könnt sie nach unten machen, ihr könnt einen nach oben machen, richtig in die Höhe strecken, soweit es halt geht. Ne? Gimme five, zack, das geht auf jeden Fall hier. Könnten ins Tor stellen, wenn Deutschland noch bei der WM dabei wäre. Vielleicht würde er den Ball besser halten. Wie auch immer, auf jeden Fall hält er einen Kristall. Yay. Gott, Robi, laberst du einen Müll. Okay, was haben wir hier für eine Größe? An der Schulter gemessen komme ich hier auf 12 cm plus minus und wir haben hier eine Breite, wenn ich es an den Armen messe, von circa
23 cm. Hier mit der Höhe, ja, 12,5 cm. Das Ding ist ordentlich schwer, er wiegt was, also er scheint massiv gegossen zu sein. Und es ist einfach ein toller Kerl. Mein Gott, das Steinmonster von Eldrador. Vielleicht kriegt er auch noch irgendwann Kumpel, wenn die Serie erfolgreich wird und fortgesetzt. Also sprich, neue Figuren dazukommen. Wie auch immer. Also ganz großartige Skulptur. Die Aussage, die Wirkung vom geschlossenen Maul und vom geöffneten Maul ist wirklich fantastisch. So wirkt er unter Umständen, ja, lachend, gleichzeitig aber auch irgendwie aggressiv, furchterregend, erschreckend, ne? Je nachdem, wie man ihn sehen möchte. Also das ist schon, wow, fantastisch. Also wenn so ein Viech in live vor einem steht, jo, dann sieht man sein Eigenheim vielleicht mit ganz anderen Augen, ne? Und überlegt sich zweimal, ob man nochmal die Haustür zuschlägt, oder? Ach Leute, ein traumhaftes Steinwesen, Steinmonster zur Serie Eldrador. Fantastisch gemacht, das Ganze. Auch von ihm werde ich selbstverständlich noch ein 360-Grad-Video drehen. Werde ich irgendwann dann hochladen, aus verschiedenen Perspektiven gefilmt. Dann seht ihr den noch ein bisschen besser. Aber ich denke mal, dieses Review sollte genügen, um jeden, der auch nur ein bisschen Spaß hat mit Fantasy, mehr als zu überzeugen, dass das einfach eine unfassbar tolle, unterstützungswürdige Serie ist, was hier Schleich ins Leben gerufen hat. Also ich finde es einfach nur fantastisch. Und ich freue mich wirklich auf jede einzelne Figur aus dieser Serie. Bin immer noch genauso gehypt wie am ersten Tag, als ich die ersten Bilder auf der Messe sah, ja. Und jetzt live die Figuren hier vorein zu haben, das ist einfach nur gigantomanisch. Ich sag ja, die Figuren kommen in echt, wenn ihr sie vor euch stehen habt, noch besser als auf allen Bildern. Das kann ich euch garantieren. Guckt euch mal an, wie toll die beiden hier zusammenpassen. Wir haben hier Schnee und wir haben Erde oder Fels, wie auch immer. Das ist einfach fantastisch. Das ist der rote Faden, den ich meine. Das passt. Sie wirken, als wären sie vom gleichen Skulpteur gemacht worden. Ich kann nicht viel dazu sagen. Ich habe leider keine Einblicke in die Hintergründe von Schleich. Wird mich halt sehr interessieren. Ich wäre da sehr, sehr gerne Mäuschen. Denn ich finde halt so einen Entstehungsprozess wahnsinnig spannend. Und wenn dann auch noch so wunderschöne Fantasy-Wesen dabei rauskommen, ja, umso mehr, ne? Der Hammer. Also, eigentlich mehr als eine Spielzeugfigur, eine tolle Actionfigur mit beweglichen Armen, mit beweglicher Hüfte, beweglichem Maul und ihr könnt auch noch diesen grünen Kristall hier abnehmen und von mir aus auch noch mit auf den Buckel setzen oder wo auch immer. Ja, geht der eigentlich auch in diese Hand? Wartet mal, muss ich jetzt doch mal gucken. Kriege ich den irgendwie so hier rein? Ja, er kann zumindest halten. Guckt es euch an, ist das nicht Burner? Ist doch top. Und er kann vor allem halt auch hier reinbeißen. Yay, wohlbekommt's. Ja, super. Was will man mehr, Leute? Der absolute Oberkracher. Ach Gott, herrlich. Ja, nee, hier, komm. Wieder hier in die Hand. Da war es drin, da gehört es auch hin. Ach Leute, sieht super aus. Was will man mehr, oder? Ich find's der Knaller. Vor allem, wenn man auch ein bisschen schräg hinstellt oder so irgendwie, ne? Das kommt so dermaßen gut. Wow, was für eine Hammer-Skulptur. Also auch mit einer der besten Geschichten, die in letzter Zeit erschienen sind. Definitiv, ich bin hin und weg. Ich bin total begeistert. Der Wahnsinn. Leutchen, ich glaube, hier mache ich wieder einen Zack, einen Cut. Aber ich kehre ganz, ganz schnell, ganz, ganz bald wieder zurück in die fantastische Welt der Eldrador Creatures, um euch die nächste Figur aus der Serie hier vorzustellen. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen Skulpturen oder was auch immer ihr sammelt. Sammeln macht Spaß. Und wenn ihr dann auch noch sowas kriegt, ach Mann, Weihnachten, Geburtstag und Silvester auf einmal. Wahnsinn! Viele Grüße an Schleich, viele Grüße an meine Abonnenten, bis zum nächsten Mal, euer Rupi und natürlich, yay! Yeah.